Es ist keine Zeit zum Faulenzen. Jetzt wird Mario sich seinen Hintern verbrennen. In Lava Lagune. Werfe die Big Bulle in die Lava. Die Lava Lagune, eine der besten Welten in Super Mario 64. Sei nicht schüchtern, sondern wehr dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Und ich glaube, keiner will hier baden. So, aber jetzt machen wir einen schnellen Easy-Stern mit einem Trick. Und zwar brauchen wir dafür die Flugcappy. Müssen dann hier landen. Und dann... Dann... So! Einen Dreifachsprung auf diesem kleinen Weg machen und in den Stern reinspringen. Juhu, das ging sogar unter einer Minute. Tanze auf den Baumstamm. Nee, fliege über das Gitter. Der neue Name für diesen Stern. Aber jetzt wird Big Bulle in die Lava geworfen. Denn dieser Big Bulle ist ein Verbrecher. Der schubst alle in die Lava. Und so weiter und so fort. So, Vorsicht, der Vulkan wird hier jetzt gleich ausbrechen. Das wollte ich eigentlich anders machen. Oh Gott. Jetzt stelle ich mir hier völlig blöd an. So ein paar Münzen einsammeln. Und dann einfach so hier rüber. Und dich vernichten. Das geht einfach so. Obwohl, jetzt habe ich ein starkes Problem. Obwohl, jetzt ist er K.O. So, jetzt tauchen hier Plattformen auf. Und wir können diesen Stern haben. Diese Welt ist eine der einfachsten. Obwohl manche bezeichnen sie als die schwierigste oder als eine der schwierigsten. Aber ich muss sagen, dass die eine der einfachsten, wenn nicht sogar die einfachste, werfe die Bullis in die Lava. Ist unsere zweite Mission in diesem Stern, in dieser Welt, aber wir haben ja schon die letzte Mission hier gemacht. Nicht die letzte, sondern dieses mit dem Baumstumpf-Tanz. Deshalb ist das die dritte Mission, den Part. So. Zack. Nein. Ich habe keinen Bock, in die Lava zu fallen. So. Ah, schade. So, die vernichtet man auch einfach so mit deiner Stampfattacke. So, okay, yo. Du kannst auch mal sterben. So. Zack. Zack. Und jetzt sich umdrehen. Rückwärtsflug und Stampfattacke sofort. Stampfattacke. Fußkick. Fußkick. Und dann den Stern einsammeln. Und ich bin direkt in ihm drin. Juhu. Der 44. Wir haben in 4 Minuten 3 Sterne geholt. Das ist sehr geil. Und ich glaube, wenn ich mich beeile, dann können wir diese Welt easy beenden. So, diese Mission mache ich jetzt. Ich glaube ja, die mache ich schon. Weil in dieser Welt kann man die 100 gelben Münzen und 8 roten nicht kombinieren. Denn man braucht für die 100 gelben eine Shell. Ich könnte es zwar versuchen, aber das wird super schwer sein. Und weil ich so ein kranker Mensch bin, habe ich Bock, es zu probieren. So, den 8 rote Münzenstern haben wir. Aber den 100 Münzstern nicht. Und ich werde es jetzt probieren. Ohne der Shell. Ohne in den Vulkan zu gehen. Das ist auch richtig. Zu wissen, die 100 gelben Münzen zu sammeln. Aber dafür müssen wir jede einzelne Münze einsammeln. Da gibt es keine Münzen. Dann
Hier, diese hier will ich auch haben. So, hier kurz chillen, damit ihr nicht verbrennt wird, denn jedes Leben ist hier wichtig. So, von diesem Dude sich auch nicht treffen lassen. Und dann auf diese Plattform. Weitsprung! Shit. So, diese Kinder-Bullies schnell vernichten. Was, an was ich mich frage? Bullies, sie sind doch nur in Super Mario 64, Super Mario 64 DS und Super Mario 3D World aufgetaucht und in Super Mario Maker 2, aber in keinem anderen Spiel mehr. So, auch wenn du in keinem anderen Spiel aufgetaucht bist, musst du mir trotzdem deine Münze geben. Jetzt kommt der große Bully und vor ihm sollte man flüchten. Dafür macht man hier in einen Stampf, einen Weitsprung. Und normalerweise muss man auf dieser Plattform landen, aber ich bin leider in die Lava gefallen. So, vorsichtig, Mario. Denn dieser Bully ist gestört. Wir haben seine Kinder umgebracht. Mario ist ein... Eigentlich ist Mario ein Serienmörder. Aber was soll's. So, hallo, mein Kleiner. Und jetzt gib mir deine Münze. So, darüber zurück und... Oh, shit. Jetzt kommt einer der wichtigsten Teile der 100 gelben Münzen Mission. Diese Kiste hier. Dafür visiert er am besten die Mitte an und ihr müsst alle Münzen kriegen. Dann kriegt er auch die 100 gelben. So. Zack. Nein. Das sollte ich nicht so machen. Das eigentlich auch nicht so. Aber soll's jetzt nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Ihr müsst aber in die Lava fallen. Wow, wie habe ich das gemacht? So. Oh, shit, 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 shit. Dann halt. So. 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 Und shit. Dann mache ich es halt so. Und da bist du KO. So, zack, und diese Coins gehören auch mir, dann diese beim Vulkan, die dann, die vier auf dieser runden Plattform, halbrunden Plattform, so, oh shit, ich bin fast in die Lava gestampft, oder gefallen, oder getreten. Aber dem ist leider nicht, dem ist zum Glück nicht passiert. So, dann einen riskanten Wandsprung, Weitsprung, nicht Wandsprung, hier hin. Und dann so schnell es geht von hier verschwinden. So. Ah, schade, Marmelade. Dann stirb halt du, gib mir deine Kohle. Und... stirb einfach. So. Dann müssen wir diese 5 hier einsammeln. Und ich werde bei einem großen Problem stehen. So. Und eigentlich muss ich sagen, habe ich die 100 gelben Münzen versaut. Denn da sind nur zwei Münzen. Auch wenn ich sie jetzt einsammle, fehlt mir dann eine einzige Münze. Oh Gott, habe ich vergessen. Nein. Das kann nicht wahr sein. Bowser-Bild, bitte bring mir noch eine Münze. Bitte, bitte. Nein, das war's. Das war's. Meine Mühen waren umsonst. Wir schaffen es nicht.
Wenn ich nirgendwo eine Stelle zum Heilen finde, werde ich es nicht schaffen. Und ich finde nirgendwo eine Stelle zum Heilen. Hier gibt's, glaube ich, nirgendwo ein Herz. Ach Gott, und jetzt dazu bin ich noch gestorben. Dann versuchen wir es halt noch einmal, denn ich will es schaffen. Es geht. Ich habe es schon 10.000 Mal gemacht. Es geht. Man muss es nur schaffen. Das ist die Kunst. Man muss halt die perfekte Route kennen, um die Münzen einzusammeln. Und der beste Trick ist, nicht im Kreis zu laufen. Dann wird man auch schnell es schaffen. So. So. Und jetzt darüber. Dann Rückwärtssprung, wollte ich sagen, obwohl er ihn auch gemacht hat. Ah, da bin ich jetzt in die Lava gefallen. So. Dann diese Pullis hier vernichten. So. Shit. Hallo, 2 gegen 1 ist nicht so fair. So, gib die Münze her. Gib die Münze, gib die Münze. So. Dann zuerst mache ich die Kiste hier leer. So. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So. So. Dann in die Ruhe kommen und hier rüber, damit mich der hier anvisiert. Und stirbt. Ja, ha, 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 ha. So, darüber. Die Münzen einsammeln. One-Up einsammeln. Dann darüber. Das einsammeln. Und nochmal. Und take this. Und gib die Münze her. Dann euch vernichten. So sagte ich, euch vernichten. Obwohl ich vernichte mich gerade. So, zack, boom. Zack, boom. Stirb. Stirb. So, jetzt wird dieser Kranke hier Bulli groß spawnen. Aber den entwischen wir einfach. Der ist zu fett und zu langsam. Du bist dasselbe. Auch zu fett und zu langsam. Ist das Holz? Das hier. Ist das Holz? Und wie schafft es nicht abzufackeln? Wie? Wie und nochmal wie? Spiel, sag es mir. Die Bullis habe ich jetzt keinen Bock zu töten. Oh, oh. Oh oh, oh oh, oh no, shit, oh shit. So, shit. Ich hoffe, diese Plattform ist hier, ja. So, und ich bringe doch mal diese Bullis um. Das wird ja jetzt easy sein. Gib mir die Coin und du kannst auch sterben gehen. So. So. Shit. So. Jetzt gib mir deine Seele. Ha. Und jetzt, wenn das Puzzle sich zusammenfügt, müssen hier noch 5 Münzen spawnen. So. Dann müssen wir dich hier vernichten. Dann fehlen noch nur noch diese. Und ich hoffe, das kriegen wir easy zusammen. Obwohl, Moment.
Hier sind ja noch 3 Münzen. Und da ist er. Der 100 gelbe Münzenstern. Ohne Panzer, ohne in den Vulkan zu gehen. Kombiniert mit den 8 roten Münzen. So. Der 46. Stern. Findet die 8 roten Münzen. Das haben wir ja gerade gemacht. Und jetzt geht es zurück. Erkunde den Vulkan. Das will ich auch machen. Das kann man leider im Real Life nicht machen. Aber in einem Spiel kann man das machen. Und das ist sehr, sehr toll. So. Aber den Vulkan aufzusteigen ist auch nicht so schwer. Ein paar Flammenwerfer, Bullies. Hier kommt ein Fuß, sage ich mal so, runter. Hier einfach nur Doppelsprünge und Dreifachsprünge ausführen. Hier über diese unstabile Brücke rüberlaufen, dann sich an diese Toilettenpapierstangen dran heften. Und dann einfach so hier mit einem Sprung rüber. Und den 47. Stern einsacken. So, dann zurück. Gewinne im Vulkan an Höhe. Man muss schon wieder in den Vulkan rein. Und ich glaube, ich mache es jetzt auf eine andere Art und Weise. Ach, übrigens, was man wissen muss. In dieser Welt kann man gut One-Ups farmen, wenn man sie zu 100% abgeschlossen hat. Ich werde es euch auch zeigen. So, jetzt will ich aber das Teil da haben. Den 7. Stern von dieser Welt. Lalala. So, normalerweise muss man hier über diesen Weg rüber und dann auf diese Plattformen, aber wir machen es anders. Wir machen es stylisch, so. Einfach mal Marios Hintern in die Lava stecken und dann auf diese Papierrollenstange. Dann sich von den Flammenwerfer nicht treffen lassen, am besten auf ihn drauf. Und schon wieder auf diese Stange, Stampfattacke, dann Doppelsprung und ihr habt den Stern. So, jetzt kommt das Tutorial, wie man hier One-Ups farmen kann. Und ich zeige euch auch die Shell. Daher gehen wir in die 6. Mission. Und da ist der Block mit dem Panzer. So, und da haben wir ihn. Man kann einfach so über die Lava surfen, was natürlich im Real Life nicht geht, leider. Obwohl, vielleicht werden die Menschen später irgendwas erfinden, damit man über die Lava surfen kann. Aber das kommt später. Was war das denn? Aber ich glaube, die Shell respawnt natürlich nicht. Ist doch klar. Also bringe ich mich kurz um. Denn ich will es euch unbedingt zeigen. Din, 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 din. Lava-Legume. So, Shell. Jetzt mach mir hier kein irgendwas. Mach hier kein Ärger, sondern mach das, was ich dir sage. Ist alles nur für ein Video. So, dieses One-Up hier, dann dieses One-Up, dann dieses hier. Das ist schon das dritte. Dieses hier, vierte,
Shit. Oh Gott. Steuerungsprobleme, Kameraprobleme. Oh shit. Wie soll ich das hier einsammeln? Ja, so. Hier ist das fünfte. Und an anderen Stellen gibt es auch viele Sterne. So, aber jetzt, weil wir hier nichts mehr machen können, gehen wir in meine Hasswelt. Ich hasse diese Welt, die jetzt kommt. Aber zuerst sprechen wir mit diesem Toadi. Achte auf die Mütze! Solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in den Gemälden, in denen du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowser Schergen verlagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, in diesen Stern abzujagen. Viel Glück. Wenn man mit diesem Toadi spricht, dann kriegt man den Stern von ihnen. Ein ziemlich netter Toad. Aber jetzt kommt was gar nicht Nettes. Grüne Giftkröte. Klettere auf Nessis Rücken. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einen Easy-Stern, der einfach mit den Speedrunner-Tricks ist. Das war's. Dann machen wir noch einen Easy-Stern. Auch wenn die Welt so easy klingt, ist sie scheiße. Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit den großen Sternen im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schaltpaläste gefunden? Diese besonderen Münzen sind sehr nützlich. Ich bin noch im Kellerspiel. So. Das war die fünfte Mission vorher. Die erste machen wir jetzt auch. Das war ein Fehler. Ich musste da eigentlich einen Weitsprung machen. Aber was soll's? Ich habe ja viele One-Ups. Ich kann sie verbraten. So. So. Was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, ich habe ja viele One-Ups. Ich bin sicher, dass ich nicht Game Over gehe. Hoffe ich natürlich. In dieser Welt kann ich Game Over gehen. Das steht fest. Aber wenn man hier einen Wandsprung macht, sage ich mal so, dann kriegt man hier einen Easy Stern. Achte auf die rollenden Felsen. Eigentlich ist dieser Titel falsch. So. Noch mehr einfache Sterne gibt es hier nicht. Aber ich will einen Speedrun-Trick ausprobieren, wenn er hier funktioniert. Und zwar, die erste Mission kann man easy schaffen, wenn man irgendwie von hier aus einen Dreifachsprung macht, dann einen Weitsprung und einen Hechtsprung. Und was war das gerade für ein Geräusch? Nein. Man muss es perfekt machen. Nein. Das muss auch perfekt schief sein. Nein, das passt nicht. Diese Höhe passt nicht. Kamera. Nein. Mann, ich brauche die Kamera hinter Marios Rücken. So. Das wird jetzt aber passen. Nein. Nein. Denn dort oben. Oben. Wer sagt sowas? Dort oben gibt es keine Wand. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die Entwickler vielleicht diesen
Trick gefixt haben. Aber ich will ihn einfach nur probieren. So. Ich muss ihn aber zuerst schaffen. So, Kamera. Jetzt. Hä? Shit. ja. Mein Controller ist mitten in einer Aufnahme abgesprochen. So. Nein. Ich glaube, die haben das gefixt. Schade. Dann machen wir den ersten Stern heute noch. Und dann. Werde ich diesen Part beenden. Obwohl, wenn ich mich so blöd anstelle, kann dieser Part auch eine Stunde lang sein. Aber was soll's? Zack. So. Vorsichtig, Mario. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich hänge stark in Problemen. So. Nein. Weitsprung. Kein Rückwärtssprung. So. Hier runter. Kurz zuvor eine Stampfattacke machen. Und aber ich will zuerst einen Trick ausprobieren. Wird er klappen? Denn ich glaube ja, wenn man sich gut anstellt. Normalerweise braucht man für diesen Stern die grüne Mütze. Aber ich glaube, wenn man es so macht, dann kann man den Stern auch betätigen. Nein, noch ein bisschen anders. Nein, ein bisschen zurück. Doppelsprung. Nee, das. Man muss diesen Schalter betätigen. Und ich glaube, ich habe einmal gesehen, wie jemand mit diesem Trick hier diesen Schalter geschafft hat zu betätigen. Fast. So, von hier aus. Nee, das klappt nicht. Das wurde gefixt. Dann werden wir uns jetzt halt dieses Item holen, welches wir brauchen für diesen Stern. Dafür müssen wir das Monster aus Loch Ness aufsuchen. Und wo ist es? Oder haben sie auch es hier rausgepatcht? Hier bist du. So, man muss auf ihren Körper eine Stampfattacke machen und dann auf den Kopf klettern. Und in diese Richtung, in die Mario schaut, wird sie auch hinschwimmen. So. Dann müssen wir hier in diese Tür rein. Zack, boom. Und dann hier rein. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den grünen Schalter entdecken? Lässt du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titanenkappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit den Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Ja, Mario wird zu Metal Mario. Zwar nicht zu Metal Sonic, nicht so wie Metal Sonic, aber er wird halt von Metall bedeckt. Wenn er nicht bedeckt, er wird ganz von Metall. Und er wird metallisch. Das Ding ist, hier ist eine starke Strömung. Ich kann euch zeigen, Mario kann gegen sie nicht ankommen. Wenn man dorthin rausfällt, dann landet man im Schlossgraben. Und da ist halt. Und in diesem Block ist halt nur ein One-Up. So. Aber hier gibt es auch eine Mission. Und zwar 8 rote Münzen.
Und 100, nee, Spaß. 100 gelbe gibt's hier nicht. Diese schönen Kristalle kannst du auch für mich mitnehmen, Mario. Wir können sie ja dann teilen. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titankappen einsetzen. Und Unbesiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet einen dieser Mützen. Später speichern, jawohl. So, und die restlichen 4 Mützen sind unter Wasser. Man kann nirgends hingegen dieser Strömung ankommen. Nicht mal Luigi in Super Mario 64 DS konnte gegen diese Strömung ankommen. Also, Titan Mario, nur Titan Mario. Und da haben wir ihn, den 52. Stern. Und auch wenn es so viel Spaß macht und ich diese Welt hasse, muss ich diesen Part beenden. Obwohl ich froh bin, dass ich diesen Part beenden kann, denn meine Hasswelt fällt aus. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr diese Welt mögt oder nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.